Herzlich willkommen zurück zu Masterpiece Edition. Warum will ich Masterpiece Edition? Wow, das habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gesagt. Seit über 2 Jahren. Seit fast 3 Jahren. Masterpiece Edition, ist es noch so im Hirn? Ich würde sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber ich habe es ja ewig nicht mehr gesagt. Naja, ins Exil. Oh mein Gott, siehst du, da sieht man mal, wie lange die letzte Aufnahme her ist. Sorry, dass es jetzt doch wieder so lange gedauert hat. Das liegt natürlich daran jetzt, dass ich jetzt einen neuen PC habe und also schon wieder, wie erst vor kurzem, das ganze Spiel nochmal neu installieren muss und ich habe ja keine Speicherstände und bla 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 bla. So. Und da mir ja aufgefallen ist, Leute, dass wohl der hier, darum jetzt ist ja auch noch so tief, das habt ihr mir ja geschrieben, dass wohl der andere Heini, etwas halt, also ich hatte ja neuen, diesen Speicherstand von dem genommen, damit ich nicht nochmal alles nachspielen musste. Und dann habt ihr gesagt, dass der wohl diese Zeichen, die wir haben, schon verwendet hat, hier irgendwie. Und daher habe ich dann irgendwelche Sprachsequenzen verpasst. Und ja, das habe ich gedacht, holen wir jetzt nach. Ich kann euch auch unten mal das Inventar einblenden. Ne? Wir haben jetzt hier das Tagebuch und das da. Und jetzt also nur dieses eine Zeichen von Edanna. Dachte ich, ist vielleicht nicht schlecht, dann können wir das jetzt nämlich mal machen. Und dann habe ich noch einen Speicherstand von Voltec am Ende. Dann können wir das auch machen. Und dann muss ich jetzt nur noch meinen alten Speicherstand rüberziehen. Habe ich noch nicht gemacht. Und dann können wir das auch machen. Ne? Oder so. Muss ich das jetzt unten hinlegen? Irgendwo muss ich das Ding jetzt reinlegen. Das habe ich verstanden. Upsa. Ich frage es nur, wo. So. Aha. Da wäre ich, glaube ich, echt nicht drauf gekommen. Ah ja, jetzt kommt's hoch. So, und was sagst du jetzt? Es ist gar nicht so einfach, nicht wahr, Atris? Rennst wie eine Ratte durch ein Labyrinth und bist verzweifelt auf der Suche nach einem Zeichen, das dir hilft, deine Welt zu retten. Ist es vielleicht da hinten oder da drüben oder an einem Ort, den ich nicht finden kann? Cyrus und Ekena schierten sich einen feuchten Dreck um den Schutz von Orion. Das ganze Gerede über die Reparatur von Instabilitäten und das Verfassen einer neuen Welt, damit wir unser Leben frei entfalten können, alles nur Geschwätz, um den wahren Grund ihres Kommens zu verschleiern. Wir haben ihren Lügen geglaubt, Atris. Und so gaben wir unsere Traditionen auf, vergaßen, dass es genau die Traditionen waren, durch die Narayan lebte. Und als die Lattice-Bäume eingingen, folgte ich ihnen hierher, um ihnen mitzuteilen, was sie getan hatten. Sie lachten darüber. Sie sagten, sie würden Narayan niemals retten. Und dass sie sich schon alles genommen hätten, was ihnen nur irgendwie lobenswert erschien. So, mein lieber alter Freund Atris, ich habe dich an diesen Ort gebracht, wo deine Lehrzeit beginnen wird. Finde die beiden übrigen Symbole und dann sieh dir an, was deine Söhne Narayan angetan haben. Wir sollten diese Jungs echt umbringen. Wenn wir es nicht schon getan haben. Wenn es Atris nicht schon getan hat. Okay, dann gehe ich jetzt mal in den anderen Speicherstand und dann hören wir uns das direkt auch nochmal an. So. Welches ist denn das? Ist das jetzt das? Ja, wahrscheinlich, ne? Achso, da unten. Ja, ja, natürlich. Ah, okay, jetzt macht das auch alles Sinn, warum sich das Ding nämlich da auch öffnet. Nun, Atris, entspricht das deinen Erwartungen? Bist du mir hierher gefolgt, um Relation wieder zurückzugewinnen? Erfüllt dieses Klassenzimmer deine Erwartungen? Ich habe deine Aufzeichnungen gelesen. In Tomana. Als ich das aufschlussreiche Buch außerhalb des Observatoriums gefunden habe, las ich alles über die Dummy. Und wie du anfingst, ihre Welt neu zu schaffen. Kannst du so etwas wirklich tun, Atris? Nach all dem, was Narayan widerfahren ist? Könntest du diese Welt wieder erschaffen? Ich
nicht mal. Denn dafür klebt zu viel Blut an unseren Händen, Atris. Das kannst doch du nicht mit einem Pinselstrich wegwischen. Es fehlt noch ein Symbol, Atris. Narayan wartet. Ah, und dann reisen wir nach Narayan oder was? Und dann schauen wir uns an, was unsere Kinder gemacht haben. Also, nicht unsere, also Atris' Kinder. Leute, ich habe gerade überlegt, weil ich habe gerade gedacht, oh, ist voll nervig, weil jetzt muss ich ja meinen Laptop irgendwie erstmal anmachen, bis der gestartet ist, und dann muss ich irgendwie die Datei rüberziehen, wahrscheinlich dann am besten über mein Handy und dann auf dem Ding und ich könnte jetzt auch einfach schnell ins Internet gehen und mir die letzte Datei von Amateria holen und halt hoffen, dass der halt dann auch noch, weil wir hatten ja festgestellt, der hatte ja noch nicht alle Tagebuchseiten da eingesammelt, ich hatte ja noch welche eingesammelt, aber ich hoffe einfach mal, dass der letzte Speicherstand von Amateria so ist, dass er halt alle Seiten hat, oder Leute? Sicherer wäre es natürlich, ich würde das anders machen. Aber jetzt habe ich halt gerade Bock aufzunehmen, aber ich habe auch nicht so lange Zeit. Und darum, ja, ich glaube, ich hole schnell aus dem Internet, Leute. Ich glaube, das ist die schnellere Variante, weil ich würde den Part euch auch gerne heute noch bringen. Ja. Davon mal abgesehen, dass ich das Gefühl habe, dass gestern jemand aus Wut, das irgendwie Exil nicht kommt, meinte wieder irgendwie alle anderen Parts einmal zu disliken. Ich weiß nicht, warum ich immer das Gefühl habe, dass das Exil-Zuschauer sind. Merkwürdig. Aber ich glaube, ich bin da im Recht. Okay, ja, dann machen wir das jetzt und dann kann ich nämlich gleich, dann sehen wir uns gleich hier wieder und dann schauen wir uns nochmal das dritte Gelaber an und dann gehen wir wohl nach Narayan. Ich bin gespannt. Ja, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Leute, übrigens, ich habe jetzt dieses Mal gar nicht an meinen Grafik-Kontrast, weiß was ich was, Einstellung rumgemacht. Ich hoffe, es passt für euch so, weil, also ich habe, mir ist halt gleich aufgefallen, als ich halt mal reingestartet habe und geschaut habe, ob alles passt, dass das automatisch irgendwie relativ viel Kontrast ist und auch relativ dunkel. Also gerade wenn ich jetzt hier hochschaue, müsste halt sagen, weil sonst muss ich halt echt nochmal rumschrauben, aber ich habe jetzt halt gar nichts gemacht, ja. Gut, dann legen wir jetzt mal unser letztes Symbol hier drauf. Okay. Okay. Oh, Atris. Das habt ihr gut gemacht, meine Söhne. Aber es liegt immer noch eine Aufgabe vor euch. Ach ja, das Buch, das ihr hier seht, verbindet euch mit der Welt Narayan. Das ist eine sehr empfindliche Welt. Eine Zivilisation, die sich als Antwort auf das Ungleichgewicht der Welt gebildet hat. Es ist auch die erste bewohnte Welt, in die ich euch nicht begleiten werde. Aber keine Angst. Denn das Wissen, das ihr hier erlangt, wird euch den Weg weisen. Also nutzt es und seht euch an, was Narayan euch zu bieten hat. Oh nee, ey, diese beiden Arschgeigen. Oh. Und da sind sie also dann so geworden, wie sie waren. Na, super. Okay. Ich bin gespannt. Die Farben sehen schon mal nice aus. Okay, dann fliegen wir mal. Die Farben gefallen mir sehr. Oh, ich liebe Türkis. Ich will nicht auf den Heini treffen. Was? Was? Ach so. Ah, da steht. Okay. Unten. Ich habe eine Untertitel. Das hat mich gerade irritiert. Unendlich erzeugen. Zivilisation. Ach, das alles, oh Gott, das alles. Ach so, ja, das steht ja auch da, das ist ja nur Englisch. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes, ich habe nicht richtig gesehen. Also Natur, ach, die Zeichen heißen alle was. Nichtig, Intelligenz, Entropie, Energie, Liebe. Oh, Liebe. Kraft, gegenseitig, Gesellschaft, Chaos, Widersprechen, Transformieren. Veränderung, Antreiben, Wachstum,
Zivilisation, Möglichkeit, Maschine, lass uns mal vorgehen. Zukunft übermitteln, erzeugen, unendlich, fördern, Kreislauf, verschmelzen, Weisheit, Bewegung, Harmonie, dynamisch, Abhängigkeit. Sag mir nicht, ich muss es jetzt auswendig lernen. Das würde mich wahnsinnig machen. Kann man da auch gegenklicken? So gegen Love? Nein. Aber warte mal. Halt. Was haben wir denn? Was sind denn... Ach, das kann ich jetzt nicht dann, wenn ich da angucke, dann kommt immer nur der Untertitel. Das ist die Blume und so ein Kreis. Kann man das hier irgendwie sehen? Da. Blume, die Natur und dieser komische Kreis. Hier, das ist das wahrscheinlich, oder? Zeig nochmal, ich muss da nochmal weggehen, sonst kommt ständig der Untertitel. Da, diese Verbindung, der Kreis und das Ding, genau, das müsste das ja sein. Wo war es hier? Also Natur und Fördern. Natur und Fördern. Das Ding und das Ding. Puh, so ein Paisley-Muster und so eine komische Schlaufe. Wo ist das Paisley-Muster? Wo ist das Paisley-Muster? Das da wahrscheinlich. Oder der Kreis wahrscheinlich nicht, ne? Bewegung. Lass mich nochmal gucken. Genau, mit dem Häkchen da und dann noch die Schlaufe. Wo war es jetzt? Da. Bewegung. Und diese Schlaufe. Also was haben wir gesagt? Natur fördern, Bewegung. Soll ich mir das vielleicht schon mal gleich aufschreiben? Weil das vergesse ich doch in 2 Minuten eh wieder. Bewegung. Ich habe jetzt gerade... Jetzt ist meine Tastatur runtergefallen. Aber ich brauche ja eh nicht. Ich habe jetzt nur einen gelben Stift gefunden. Superklasse. Aber ich kann es trotzdem lesen. Jetzt brauche ich diese komische Schlaufe da. Diese komische Endschlaufe. Dieses Häkchen da. Schlaufe. Endschlaufe. Endschlaufe. Da. Das ist das Ding. Zukunft. Bewegung. Zukunft. Okay. Und dann hätten wir noch die kleine Schleife, den kleinen Haarreif und so ein Elefant oder sowas oder ein Auto oder so. Da, Veränderung. Hatte er nicht auch mal irgendwann was gesagt von wegen Dingsbums treibt an, bla bla treibt, es stand irgendwann in seinem Tagebuch, stand das glaube ich, ne? So, wo haben wir den kleinen Elefanten? Das sah jetzt aus wie so eine Otifant-Gedöns, wisst ihr? Warum sage ich Elefant? Wo ist es? Da. Kraft. Ist doch das Ding, oder? Habe ich das jetzt falsch im Hirn? Lass mich nochmal angucken kurz. Nein, ist das Ding. Gut, dann würde das jetzt heißen, Natur fördern, Bewegung, Zukunft, Veränderung, Kraft. Wow. Das hat sich bestimmt voll gelohnt, das aufzuschreiben. Aber ist vielleicht auch wichtig. So. So, was ist denn das hier? Kann ich da hin? Nein, kann ich nicht. Achso, dann gehe ich nur wieder zurück. Ich wollte eigentlich nur zu dem Becken hier hin. Drehe ich mich schon wieder zu schnell? Müsste auch Bescheid sagen, ne? Geh doch mal da hoch. Ah, kann ich die Tür öffnen? Nee. Aber da ist ein Fluggerät. Was ist eigentlich dieser... Ist das hier dieser Kraftbaum-Dingsbums? Oder sind das nur Wurzeln von diesem Superkraftbaum-Gedöns? Was? Fehlt mir hier wahrscheinlich Strom. Ich krieg das irgendwie nicht auf.
kann auch nicht ziehen. Ja, dann. Dann halt nicht. Will ich das eigentlich machen? Pass auf, jetzt gehe ich daran, jetzt geht das nicht auf, aber das andere geht auf. Lass mich noch mal ganz kurz jetzt darüber gehen. Jetzt habe ich das darüber gestellt. Nö, geht auch nicht auf. Okay. Gut, das habe ich darüber gestellt. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder das Bedürfnis, es zurückzustellen. Oder habe ich einfach nur jetzt gerade hier die... Damit die... Ah, lass mich da mal lang gehen. Die Tür damit zugemacht hier, weil hier geht es ja nicht weiter. Können wir es trotzdem noch mal ganz kurz zurückstellen, bitte? Warte mal, da ist doch auch eine Verbindung. Ich sehe doch das Kabel. Ja, das geht doch da rein. Das Kabel, aber vielleicht fehlt trotzdem eine Art Strom. Wahrscheinlich schon. Gut, hier. Was ist das hier? Da komme ich nicht lang. Das ist auch eine Barriere. Eine Barriere. An dem Wasserbecken konnte ich nichts machen. Dann... Warte mal, ich habe eben doch irgendwas gerade noch gesehen. Da, hier ist so eine... Ist das eine Tür? Komme ich da dran? Nee, ne? Ah, hier sind auch noch so Kabelgedöns. Hier vielleicht fehlt ja auch Wasser oder sowas. Strom, Wasser, Zeug. Da, hier, das Ding muss wahrscheinlich laufen, damit das andere läuft. Logische Schlussfolgerungen sind schon wieder voll am Start. Aber bisher gefällt mir die Welt gut. Halt kahl und leer und... sieht aus wie ein Pilz oder so. Also so ein... Wie so ein Schimmelpilz, der sich hier drüber gelegt hat. Oder es soll so sein. Wow. Wow, das sind alles so... Wow, okay. Das scheint dieser Baum zu sein. Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Oh nein. Nein, nein, ich will nicht. Nein. Nein, ich bin nicht Artus. Sieh doch her, ich bin es nicht. Was? Du bist nicht... Ja. Wo ist er? Ich weiß genau, dass er hier ist. Ich habe sein Buch. Also, wo ist er? Er ist nicht gekommen. Ich habe ihm Relishi weggenommen, aber statt seiner tauchst du hier auf. Ja, weil ich immer seinen Shit regeln muss. Idiot! Glaubtest du allen Ernstes, dass das funktioniert? Hast du wirklich gedacht, du könntest ihn zwingen, hierher zu kommen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen? Warum? Warum sollte er Narayan neu schreiben? Nur wegen deiner Nachrichten und deiner Zeichnungen? Sieh dir deine Welt an. Oder was davon übrig geblieben ist. Dann wirst du endlich begreifen, Donna, dass du nicht das Geringste bedeutest. Niemand könnte da draußen überleben. Niemand. Wir sitzen hier fest. Denn das Buch zur Reise nach Jananin ist weg. Zurückgelassen, als ich Etris Arbeitszimmer verlassen habe. Und um nach Narayan zu kommen. Sieh dich doch mal um. Dieser Raum hier ist der einzige Eingang. Etris hat eine Art Schutzschild installiert. Und mir ist es nie gelungen, daran vorbeizukommen. Nicht ein einziges Mal in all den vielen Jahren. Du steckst hier also genauso fest wie ich. Wir haben doch das Buch nach Relishi. Wenigstens so lange, bis ich dieses Buch geöffnet habe. Und ich werde Etris zeigen, wie es ist, wenn man mit ansehen muss, wie Freunde und Verwandte sterben. Mach doch nicht Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Falls
es dir gelingen sollte, einen Weg herauszufinden, dann solltest du genau darüber nachdenken, bevor du ihn benutzt. Denn eins weiß ich gewiss über das Reisen mit Büchern. Die Türen, die geöffnet werden, schließen sich nicht hinter dir. Warum sollte ich es schaffen, wenn er es Jahrzehnte nicht geschafft hat? Ist ja ein bisschen komisch, ne? Oder es liegt daran, weil er halt jetzt mittlerweile ein bisschen seine Gedanken halt kreisen. Keine Ahnung. Kein Wunder, dass er ein bisschen, ne, crazy geworden ist.